Hallo alle und ein herzliches Willkommen zum ersten Zusammenfassungsvideo von DUTECH 3. Ich für meinen Teil, ich bin in den Spectator gegangen und wir gucken uns mal die Grundstücke an. Das ist ja schon zur Tradition geworden ein Stück weit, dass man sich mal die Grundstücke auf jeden Fall mal anschaut. Für die normalen Spieler die ersten Tage leider nicht so ganz so möglich, weil die Jetpacks halt natürlich fehlen. Dementsprechend habe ich da natürlich oder als Organisator natürlich so einen kleinen Vorteil, aber die Videos sind bei euch immer sehr, sehr gut angekommen und ich finde es immer sehr, sehr wichtig und gut, dass man einfach auch mal den Fortschritt sozusagen so ein Stück weit festhält und ich glaube auch anhand der Videos kann man so ein Stück weit sehen, okay, worauf gehen die Spieler, was machen die Spieler so als erstes und so weiter und so fort. Gehen wir aber auf jeden Fall mal rein. Wir haben auf jeden Fall eine ganz, ganz dicke Karte, wir haben ganz, ganz viele Bars und ich glaube sogar mehr mittlerweile auch schon als bei DUTECH 2 und da hat das und das Projekt ist noch gar keine 24 Stunden alt, das heißt, da werden auch nochmal der ein oder andere Spieler kommt da mit Sicherheit auch nochmal mit dazu. Auf jeden Fall, ich habe hier eine Basis, nennt sich Tower. Und wir gehen einfach mal im Uhrzeigersinn, gehen wir einfach mal die Basis so ein Stück weit ab. Und da gehen wir erstmal zum Nachbar. Wohl nice, der will sich ein bisschen was bei mir abgucken immer mal. Deswegen hat er sich hier relativ nah bei mir angesiedelt. Und da haben wir auf jeden Fall ein Feld. Wir haben, er hat hier auf jeden Fall ein paar Immersive-Geschichten schon mal angefangen. Da wird entsprechende Instruktionen auf jeden Fall geben. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir als nächstes die Allianz. Ich glaube, die Allianz ist, glaube ich, tatsächlich ein relativ großes Team. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob die hier schon was gemacht haben. Die Allianz hat. Also, die haben auf jeden Fall schon ein paar Skeleton-Spawner. Okay, ein paar Spawner haben sie hier. Haben auch schon mit den Farmern hier angefangen, mit entsprechenden Eisenfarmen. Haben hier auch schon was. Home Sweet Home. Ah, okay, interessant. Hier haben sie ein kleines Feld. Imperiums. Mystical Agriculture. Haben sie ein bisschen was gemacht damit. Okay, Orc Dwar, Handcrafted. Okay, interessant, interessant. Ah, auch hier ein bisschen was damit gemacht. Eine Katze haben sie auf jeden Fall. Was ist das hier? Kind? Kid. Ah, okay, cool. So, dann gucken wir Minecraft, aber ich weiß auch gar nicht, zu welches Team hinter welchem Ding entsteht. Das müsst ihr mir momentan noch verzeihen. Okay, hier wurde auf jeden Fall ein bisschen was gestackt. Ich glaube, aber irgendwann sind die Dinger auch weg, glaube ich. Das nur mal so, by the way. Ich glaube, ab einer bestimmten Summe werden die, glaube ich, gelöscht. Das nur mal so, by the way. Okay, das ist auf jeden Fall der Minecraft-Gaggler. Was auch immer, das oder wer auch immer zu dem Team gehört, ich weiß es dann tatsächlich nicht. Vielleicht könnt ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben, wer zu wer welchem Team halt irgendwie gehört. Mit über 100 Toten zum Sieg. Das dürfte ist auf jeden Fall Invis Chris und einmal dürfte das die sein. Und die sind tatsächlich schon echt weit. Die haben schon den Controller von Refined Storage. Uiu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 i. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon wild. Und auch schon mit Magie oder mit Mystical Agriculture auf jeden Fall ein bisschen was angefangen. Okay, das ist natürlich schon eine wilde Sache. Kann man hier, haben sie hier noch was? Da ist dieser auf jeden Fall hier reingebaut. Ein bisschen was auf jeden Fall hier zusammengebaut. Ah, okay, das ist auf jeden Fall schon sehr wild. Okay, interessant. Interessant, interessant. Wahrscheinlich wird auch das Team wieder sehr, sehr stark mit dabei sein. Ich weiß ja, dass, was das angeht, ein Spieler ist, der die Packs halt im Grunde genommen durchrauscht. Das kann man wirklich so sagen. Also, das ist wirklich ein Rausch. Also, da wird wirklich ganz, ganz schnell halt im Grunde genommen durchgespielt. Das ist auf jeden Fall eine wilde Nummer. Okay, gut, gucken wir mal. Wir haben als nächstes Gebiet. Haben wir einmal. Alles wird gut. Oh, ich weiß gar nicht, wer. Alles wird gut. Hatten wir das letztes Jahr auch gehabt? Oh, stellt mal Schilder auf. Für deinen nächsten Minenausflug. Ah. Okay, und ein Stirling-Generator-Dynamo. Ah, okay, interessant. Okay, ich glaube, das Team weiß noch nicht so richtig, was es anfangen soll, aber vielleicht auch noch nicht so viel gespielt, okay. Dann haben wir da hinten einmal Heldon. Okay, auch interessant. Ich meinte eigentlich, dass Heldon, glaube ich, eigentlich in der Allianz spielen wollte, hatte ich zumindest gehört gehabt. Aber hier wurde auf jeden Fall zumindest schon mal was gebaut. Hier wurde ein Haus gebaut, soweit ich das sehen kann, oder sind das... Oder sind das Gebäude vom Villagern? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein klassisches Haus. So, einfach mal ein Haus gebaut schon. Also vom Baulichen her auf jeden Fall ein Top-Fortschritt. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dann haben wir da unten Gurke. Gurke auf jeden Fall auch einer, der technisch
und auch magiemäßig sehr stark unterwegs ist und auch sehr aktiv unterwegs sein sollte, wahrscheinlich. Gucken wir uns allerdings auch gerne einmal an. So, hier haben wir noch die ganzen Baumhäuser. Gucken wir mal, ob hier irgendwie noch was lebt. Nee, hier lebt auch gar, hier gibt es auch gar keine Villager mehr. Die sind einfach komplett weg, die Villager. Okay, es wurde einfach alles komplett gelootet in den ersten Minuten sozusagen des Games. Heftige Nummer auf jeden Fall. Okay, gucken wir uns nochmal an. Gurke haben wir hier einmal. Und wir haben einen Wandering Trader. Okay, aber wir haben auf jeden Fall ein Gebiet und eine Gurke, aber da ist bisher noch nicht viel passiert, glaube ich. Nochmal unten reingucken, ob da irgendwas passiert ist. Nö. Markiert? Komisch. Komisch, markiert, nicht mal irgendwelche Kisten. Also hier müssen eigentlich irgendwelche Kisten wenigstens irgendwie stehen. Das wäre zumindest auf jeden Fall wünschenswert. Okay, dann gucken wir mal. Die ersten Spieler gehen auf jeden Fall schon mal schlafen. Wir gehen einmal rüber nochmal zur Allianz. Mal gucken, wie es da aussieht. Ja, nochmal ein zweiter Punkt der Allianz. Aber scheinbar haben sie sich doch nochmal umentschieden, doch nochmal die Basis auf jeden Fall zu verändern. Okay, sie hatten sich erst hier scheinbar ins Dorf niedergelassen gehabt und hier die ersten Sachen gebaut. Auf jeden Fall scheinbar noch kein... Also der Umzug ist scheinbar noch nicht komplett erfolgt. Haben wohl gemerkt, okay, ist doch ein bisschen weit weg vom Spawn. Ist aber alles soweit okay. Kann man auf jeden Fall erstmal so machen. Okay, dann haben wir einmal noch Joe Thunder. Da bin ich mal gespannt. Mal schauen, ob er ein bisschen mehr gebaut bekommt. Gucken wir mal. 3 von 4 Spielern schlafen und wir gucken uns das mal. So, dann gehen wir mal Richtung Spawn. So, dauert natürlich ein Stück weit. Okay, gut. 2 von 4 Spieler schlafen. So, gerade wenn die Abstände ein bisschen größer werden. Oh, hier ist tatsächlich schon mal was vorgebaut. Ui, man sieht auf jeden Fall schon mal was. Okay, heftige Nummer, cool. Und wir haben hier hinten haben wir auch unseren Joe Thunder, der gerade schläft. Und der hat auch schon die ersten Mechanism-Maschinen. Den Infuser hat er hier, haben wir hier. Einen Heat Generator haben wir hier. Auf jeden Fall von der Sache her schon mal ganz gut. Und hier auch schon mal was angefangen. Ich bin sehr gespannt, ob da ein schickes Gebäude hinkommt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gucken wir mal, weiter geht's zum nächsten Gebiet, Techtown Team. Das weiß ich aber auch nicht, wer sich jetzt dahinter befindet oder wer sich hinter dem Team befindet. Das kann ich jetzt so leider auch wieder nicht sagen. Also gerne, wie gesagt, einmal definitiv in die Kommentare reinschreiben, wer sich dahinter befindet. Ah, okay, da will nochmal jemand schlafen gehen, okay. Ah, kriegt man gerade momentan keinen dazu. So, ich hätte ganz gerne mal schlafen gehen. Techtown Team, okay, auf jeden Fall in einem Village. Dummfall, im Grunde haben irgendwas geclaimed. Gut, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen was mit Immersive angefangen. In einem Coke Oven. Ja, kann man machen. Was haben wir hier? Diese heilige Kuh, Betsy, gehört zum Techtown Team. Nicht rausnehmen oder befreien. Ah, okay. Na gut, meinetwegen. Gut. Auf jeden Fall haben wir eine Welt mit ganz, ganz vielen Dörfern und ganz, ganz vielen sowieso schon vorgerenderten Objekten, das heißt, oder Gebäuden. Das heißt, die Welt lebt oder beziehungsweise wirkt sowieso lebendiger ein Stück weit, das definitiv. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Und dann fliegen wir da einmal drüber. Wir fliegen einmal zur Hasenparty. Sehr junger Spieler. Gucken wir mal, was hier passiert ist bisher bei der Hasenparty. Hasenparty ist auf jeden Fall auch in einem Voice-Chat auf jeden Fall mit drin und so die ersten Sachen sind auf jeden Fall da. Ein Coke Oven und so weiter, Mystical Aquaculture. Infusion, Alter. Damit kenne auch ich mich sogar nicht aus. Den Mod kenne ich bisher noch gar nicht.
Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen müssen. Okay. Auf jeden Fall durchaus interessant. Dann gehen wir einmal. Ja, wir gehen einmal nochmal zum Team Fluffy. Das dürfte ein Team sein, was auf jeden Fall sehr irgendwie stark, einen sehr starken Fortschritt haben wird. Und wird wahrscheinlich auch, ich denke mal, schon starke Gebäude halt bauen können. Und hier haben wir auf jeden Fall auch schon mal. Hier wird auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen was ausge. Hier wurde auf jeden Fall auch schon mal ein Chunk sozusagen ausgegraben. Okay, interessant auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ferion, bitte hier einlagern. Maglies Chest bitte nur, wenn benötigt, öffnen. Okay. Gut. Ah, hier wird gerade was geschmiedet und geschmiedet auf jeden Fall. Und hier haben wir auf jeden Fall ganz, ganz viele von den Tradern an sich. Ja, schon interessant auf jeden Fall. Ah, hier haben wir auf jeden Fall Applied schon in Vorbereitung. Ah, okay, mit einem einfachen Hopper hier entsprechend verbunden. Ah, okay, interessant auf jeden Fall. Interessant, wie man bauen kann. Sehr, sehr interessante Sachen. Das Team ist momentan, würde ich sagen, neben sozusagen Dietz mit am weitesten. Nicht schlecht. Aber das war zu erwarten. Ich bin mal gespannt hier M'Dan. Mal gucken, was M'Dan noch hinbekommen hat. Ich glaube, er ist auch im Team, glaube ich, mit irgendjemandem noch. Mit Gamers Time im Team. Okay. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal relativ viele Energiequellen, ein paar Kabel hier verlegt. Und wir haben einen. Den kenne ich gar nicht. Den Formulek Samplicator. Okay, den kenne ich gar nicht. Das ist ein neues Item scheinbar von Mechanism. Den kenne ich wirklich nicht. Okay. Interessant. Ja, auf jeden Fall ein bisschen was mit den Tradern und Villagern gemacht. Noch nicht ausgereift, aber zumindest auf jeden Fall schon mal angefangen damit. Okay, interessant. Gut, dann gehen wir einmal weiter. Wir gucken einmal rein zum Team Garbo. Team Garbo finde ich auch interessant. Lars in Gaming, letztes Jahr eine dicke Pyramide gebaut, wo ganz viele sich sozusagen, das ist eine ganz, also, oh, jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen, wo ganz viele die Pyramide noch auf jeden Fall in Erinnerung haben und ja, wird da auch so ein bisschen gewowst wegen der Pyramide, aber man muss dazu sagen, ist in Erinnerung geblieben, die Pyramide, das auf jeden Fall. Und über Geschmack lässt sich ja am Ende definitiv halt ja auch immer streiten. Und von dem her alles okay. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ist dieses Jahr auch im Team. Und ich glaube, mit dem er letztes Jahr schon teilweise ein bisschen im Team gewesen ist. Deswegen freut es mich auch sehr, sehr stark, dass halt dieses Projekt halt natürlich auch so gut Anklang findet, dass man halt auch in der Lage ist, Beziehungen halt darüber aufzubauen. Also, dass da halt sozusagen Leute halt kommen und dann halt, dass man dann halt entsprechende Beziehungen halt aufbaut und sich das auch über mehrere Projekte halt hinweg hält. Und das ist das, was man dieses Jahr auf jeden Fall sehr stark entsprechend sieht. Und wir sehen auch, dass hier sich einiges auf jeden Fall hier bisher schon getan hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, das heißt, wir haben hier dann nochmal so einen Außenposten halt auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall, bis hierhin sieht das sehr stark aus. Also da kann man, also das ist schon eine starke Nummer. Also bisher bin ich da auf jeden Fall sehr begeistert. Das Orga-Team, beziehungsweise das Team um Suicide und Co. Hatte ich gehört gehabt, die wollen ganz gerne was in die Erde bauen. Das heißt, da dürfte noch nicht viel oberhalb passiert sein. Ich bin sehr gespannt, was den Fortschritt halt im Grunde angeht. Ah, es sind auf jeden Fall ein paar Maschinen, sind auf jeden Fall da. Es wird auf jeden Fall ein bisschen was durchgequatscht hier an der Stelle. Ein paar Villager sind da. Okay, sind ja doch einige da auf jeden Fall. Okay, das mit den Iron Farm haben sie auf jeden Fall ordentlich gemacht. Okay, tipptopp. Haben sie denn hier schon irgendwas gemacht gehabt damit bisher? Nee, hier unten ist bisher noch nichts passiert. Okay. Gut, dann haben wir als nächstes einmal das Team in The One. Ist das, ich weiß nicht, ob das jetzt dann sozusagen hier Lord Warner ist, das weiß ich nicht. Das könnte sein.
Aber bisher der das könnte vom Fortschritt her auf Lord Warner sozusagen zurückzuführen sein, durchaus. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Lord. Okay. So, dann haben wir oben, ja, doch, könnte Lord Warner sein. Das Lord Warner ist auf jeden Fall auch in der Nähe. Das heißt, das dürfte das Team von Lord Warner durchaus. Oder beziehungsweise das Gebiet von Lord Warner sein. Und wir haben oben noch zwei Gebiete. Minecraft Gangler hatten wir hier schon. Den Außenposten gucke ich mir auf jeden Fall nicht mehr an. Hinzufliegen. Da müsste ich mir die Journey Map sozusagen runterladen. Um da sozusagen schnell hin zu teleportieren. Okay, wir haben hier einmal, Prumi. Prumi, ja, ein Spieler, der sehr viel Richtung Magie macht, hat auf jeden Fall auch schon einen Controller. Refined Controller, okay. Ja, vielleicht gehe ich dieses Jahr auch nochmal auf Refined. Muss man mal gucken, ob wie schnell der Controller herzustellen ist. Oder man geht auf Applied. Aber man sieht ja schon, dass Applied dauert auf jeden Fall leider wegen den Kristallen halt natürlich ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und das Straßenbauamt hat sich tatsächlich wieder in die Berge reingesetzt. Das ist natürlich interessant. Brauche ich hier irgendwo noch einen Spieler? Ah ne, weiter unten, das sind die Spieler, okay. Hier oben ist ein Totem. Okay. Aber technisch, vom Technischen her bisher noch nicht so super viel. Hat doch hier oben so eine kleine Plattform. Also kann man natürlich echt viel darüber gucken. Das ist natürlich klar. Und ist hier drin irgendwas ausgehöhlt oder sowas in die Richtung? Nee. Da ist zumindest nichts in die Richtung passiert. Ja, okay. Aber hier zumindest auf jeden Fall noch ein Villager-Dorf. Das dürfte auch wahrscheinlich noch ziemlich unberührt sein. Ich glaube, hier oben nach oben, in den Norden sind, glaube ich, relativ viele oder wenig Spieler auf jeden Fall entsprechend gegangen. Okay, auf jeden Fall sehr interessant. So sehen die Basen aktuell aus. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickelt. Und wenn ihr, wie gesagt, noch dran teilnehmen wollt, dann gerne auf jeden Fall einmal in die Kommentare, Discord, das Formular einmal entsprechend ausfüllen und dann könnt ihr da auch noch mit entsprechend mitwirken. An der Stelle war es das. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss!